Willkommen zurück zu einem weiteren Video von Yo-Kai Watch 3. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr an die Amerika-Legende Trivia Teddy rankommen könnt. In diesem Sinne, Brudingos, denkt immer dran, einen Daumen nach oben da zu lassen, sollte euch das Video gefallen, und lasst ein Abo da, wenn ihr auf diesem Kanal neu seid und ihr wollt mehr von mir sehen. Auf geht das! Ich würde sagen, wir starten durch! Also, genau, Trivia Teddy. Ich wette, Nintendo Deutschland hat sich gedacht, warte mal kurz, Random Kai nennt doch immer irgendwelche labernden Leute, die auf Klugscheißer tun, Trivia Tendo. Und bezeichnet sich auch selber so satirisch, wenn er einen auf Klugscheißer macht. Deswegen nennen wir die Recolor-Version von Schlauberger Trivia Teddy. Weil das halt so ähnlich klingt, aber ich kann auch falsch liegen. Oh, genau, der QR-Code, meine Brudingos, man kennt's. Und zwar, folgendermaßen. Ich habe schon die QR-Code-Kamera angemacht, ohne überhaupt den QR-Code vor mir zu haben. Man kennt's! Man kennt's! Jetzt habt ihr meinen ultra dreckigen Boden. Ja, der ist nicht dreckig. Ich habe ihn heute sauber gemacht. Ich habe ihn heute gewischt. Von daher, der QR-Code. Für folgenden Pass. Der Wissensquiz-Pass. Und der Wissensquiz-Pass führt uns an einen ganz besonderen Ort. An einen Ort, an den das eigentlich niemand vermutet hätte. Denn was hat denn ein Wissensquiz mit der Meadowbrook Farm zu tun? Das ist die Frage. Finden wir es raus. Wir bewegen uns zur Meadowbrook Farm. Wir haben auch zum Glück dahingehend ein Portalex aktiviert und kommen auch dementsprechend schnell zu Trivia Tendo. Ich meine Trivia Teddy hin. So schaut's aus. Der müsste hier irgendwo bei den Heuballen sein. In der Beschreibung steht zwar drin, dass der hinter einem Zaun ist, aber ich glaube, dass er sich hier irgendwo neben den ganzen Heuballen befindet. Irgendwo hier müsste er sein. Vielleicht kann man es auch schon auf der Karte erkennen. Ja. Folgendermaßen. Und zwar genau hier. Hinter dem Zaun. Und den könnt ihr nur erreichen, wenn ihr den Heli benutzt. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Also glaube ich jedenfalls. Müsste glaube ich so sein. Ich glaube nicht, dass ihr hier über den Busch springen könnt. Auch wenn es von der Höhe und so kein Problem sein sollte. Aber ihr wisst, Nathan ist, obwohl er Japaner ist, ein ziemlicher Allmann und traut sich sowas nicht. Also nicht mal im Ansatz. Deswegen hier das Zaungebiet, das man, wie gesagt, nur erreichen kann, wenn man... Uiui. Den Helikopter benutzt. Die Heli-Quest, ganz klar, ne, muss abgeschlossen sein, damit ihr überhaupt erst daran denken könnt, Trivia Teddy zu bekommen und erst zu ihm zu gelangen. Oh, schon gewusst. Ich bin die Amerika-Legende Trivia Teddy. Ich kenne viele interessante Fakten, die du vielleicht noch nicht wusstest und die dir vielleicht weiterhelfen. Allgemeinwissen und hilfreiche Tipps zählen übrigens beide zu Trivia. Wusstest du, dass ein böser Yokai kommt, wenn du zu oft bei Rot über die Straße gehst? Aha! Siehst du, das war hilfreich, oder? Möchtest du noch mehr wissen? Gerne, das könnte nicht schaden. Wenn du mehr wissen möchtest, musst du allerdings gegen mich kämpfen. Tun wir das. Denkt übrigens auch dran, eine verbotene Frucht mitzunehmen, damit ihr eine 100% Chance bekommt, um Trivia Teddy anzufreunden. So schaut's aus. Es tut gut, ein Bücherwurm zu sein. Ich werde mich nicht zurückhalten. Ja gut, der Bosskampf gegen, oder was heißt Bosskampf, aber der Kampf gegen die nächste Amerika-Legende, Trivia Teddy. Hashtag Ehrenbruts. Er ist natürlich vom Stamm her schummriger. Und sieht auch eigentlich so aus wie Schlauberger. Nur Schlauberger ist so von der Hautfarbe her so ein bisschen purple, so ein bisschen lila. Und Trivia Teddy, also das Recolor, wenn man das so bezeichnen kann, wenn man das so bezeichnen möchte, ist... Lol, als ob zwei Leute beseelt sind. Was geht denn hier ab? Trivia Teddy ist blau. Ja, so ein bisschen hellblau. Und das ist nicht der einzige Unterschied, den er hat. Denn Trivia Teddy... Junge, ihr rastet gerade aber richtig aus bei ihm. Was ist denn los bei euch? Sirius. Jedenfalls... Schlauberger hatte auch einen Stab in der Hand, auf dem
ein Stück Scheiße war, um es mal salopp auszudrücken, ja? Das war so die Eigenschaft von Schlauberger. Und Trivia Teddy hat einfach etwas Ähnliches mit Scheiße zu tun, denn diesmal hat er halt eben kein Stück Scheiße auf einem Stock, sondern er hat quasi einen Vogel auf dem Kopf. Ja, was heißt auf dem Kopf? Er hat einen, ja gut. Ihr seht, ich bin wieder mal sehr vorinformiert und kratzere gerade die Infos von mir. Schlauberger hatte einen Stab in der Hand, auf dem ein Stück Scheiße klebte. Und Schlauberger hatte, genau, einen Stab mit dem Kot. Und Trivia Teddy hat einen Vogel auf dem Kopf. Ja, hat der einen Vogel? Ja, auf dem Kopf. Und nicht nur das, dass der Vogel nicht stubenrein ist. Das ist klar. Dementsprechend hat Schlauberger insofern und so viel mit Scheiße zu tun wie ein Trivia Teddy. Die Kacke fällt halt eben nicht weit vom Stamm, wie wir wissen. Und zwar von dem Baumstamm, von der der Vogel gerade runtergeschissen hat. Ich dachte, ich wüsste, wer die stärkste Person ist, aber du musst es sein. Kommen Sie heran jetzt. Trivia Teddy. Ich glaube auch, die Synchronstimme von Trivia Teddy ist nicht die gleiche wie bei Schlauberger. Kann das sein? Denn ihr kennt die Stimme von Schlauberger. Ich zitiere die, ich mach die mal ganz kurz nach. Wunderbär! Und hier ein Trivia Teddy. Also entweder ist es die gleiche Synchronstimme, nur mit einer anderen Tonhöhe. Oder es ist ein anderer Synchronsprecher. Sucht es euch aus. Gut, Trivia Teddy ist am Start. Und benannt wird er nach dem guten alten Expert Fast. Vielen Dank, dass du aktiv bist. Vielen Dank, dass du auf dem Kanal vertreten bist. Ich danke dir, Brodinius. Okay. Oh, Bruder, das F. Wisst ihr, Yo-Kai Watch 4 wird insofern schon geiler als Yo-Kai Watch 3 und 2 und 1, weil man nämlich die Spitznamen über eine interne Tastatur eingeben kann und zum Glück nicht mehr über den Touchscreen. Also nicht zwangsläufig, es würde wahrscheinlich beim Handheld-Modus gehen, aber da ich auf dem TV-Modus spielen werde, ist das hier natürlich mit der internen Tastatur der Switch besser als der Touchscreen. Danke sehr. Gut. Also Expert Fast, vielen Dank, dass du aktiv bist, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank. Außerdem trägt auch natürlich hier der gute Trivia Teddy ein Buch in der Hand. Hat eine goldene Schärpe um und so ein Gewand, das man aus der Antike Griechenlands kennt. Was das in Amerika zu suchen hat, ist mir auch noch nicht bewusst, aber vielleicht finden wir das irgendwann mal raus. Das ist jedenfalls so die leicht optischen Unterschiede von Schlauberger und Trivia Teddy. Hm, du bist echt stark. Ich wusste nicht, dass du so stark bist. Ich habe wieder etwas gelernt. Könnten wir bald erneut kämpfen? Vielleicht kann ich noch mehr lernen. Niemals. Das soll gereicht haben, das eine Mal gegen dich. Brodinius. So, Expert Fast. 248 Life Points. Natürlich hier ein hoher Geistwert. Ein ganz gutes Tempo. Und das Zugquasseln beseelt zwei Gegner auf einmal. Und das war halt eben das Verwunderliche gerade eben, ne? Dass er zwei Yokai beseelt hat. Spitzer Piekser, 12x3. Coole Attacke. Klar, sein Angriff ist jetzt auch nicht so hoch, aber trotzdem eine coole Attacke. Hässliche Wahrheit ist seine Ulti-Seele. Verwirrt alle Gegner durch einen endlosen Sturm unnützen Wissens. Habt ihr gewusst, dass ich ein Yokai bin? Ach wirklich. Sense ist seine Technik. Natürlich, als Schummriger darf das nicht fehlen, dass er absorbiert. Und Beseelung ist Trivialisieren. Trivialisieren, laberisieren. Man kennt's. Ein Gegner handelt meistens nicht, da er nutzlose Fakten vor sich gibt. Oh Mann, also immer diese Beschreibungen, ohne Witz. Trivia Teddy. Hashtag Boots. Gut, das ist der nächste Legendärer aus Amerika. Die nächste Amerika-Legende. Wie man sie bekommt und so weiter und so fort. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat und es war hilfreich, lasst einen Daumen nach oben da. Und solltet ihr auf diesem Kanal neu sein und ihr wollt mehr von Yo-Kai Watch 3 sehen und bald auch von Yo-Kai Watch 4, das auch nicht mehr in allzu weiter Ferne liegt, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir versuchen jetzt in Yo-Kai Watch 3 so schnell wie möglich durchzuziehen, um alles möglich nochmal zu zeigen, bevor Yo-Kai Watch 4 kommt. Ich werde mich richtig ranhalten, denn ich habe an einigen Stellen schon, muss ich ehrlich zugeben, gechillt. Mehr als ich gedacht habe.
Deswegen muss er jetzt durchgezogen werden, meine Kerle. Beim nächsten Mal der nächste Legendärer aus Amerika. Haut rein und Feierabend.